Und hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim Enderal. Und ja, wir haben in der letzten Folge Ark fürs Erste Das verteidigt. Wunderkind, wie schön. Wir haben Ark beim in der letzten Folge fürs Erste Mal verteidigt, also fürs Erste verteidigt. Die Neremesen stehen vor den Toren und wir wollten das Leuchtfeuer einschalten, aber natürlich fehlt da ein Numinos. Hätte ich denen ja gleich sagen können, wenn sie, also wenn die mich da mal rangelassen hätten, hätte ich denen das vor 2 Wochen schon gesagt, dass da Numinos fehlt. Oder dass der besser gesagt leer ist. Also, das sieht man ja. Aber ja, der Numinos ist leer, der fehlt. Wir müssen einen neuen oder einen vollen oder auftreiben oder den füllen. Und ja, die Frage ist, wie? Denn das weiß so genau keiner. Die Gelehrten studieren die Schriften und ja, wir sind zwar ein Schlauer. Aber wir sind kein Gelehrter, der beim Schriftenstudieren helfen kann. Das heißt, wir gehen jetzt schlafen. Ja, wir ruhen uns nach der Schlacht um den Arker Hafen erstmal ein bisschen aus. Das ist tatsächlich unser Quest. Geh schlafen. Sag mal, ich wohne hier. Warum darf ich den Käse nicht nehmen? Ja, die singen auch ganz okay. Ist auch eigentlich sowas, diese Tavernenmusik und so von Skyrim mag ich eigentlich recht gerne, aber der Gesang dazu nervt mich dann meistens nach einer Weile ziemlich. Also ich mag das eher dann nur mit Ton. Also gefällt mir meistens besser. So, und dann würde ich sagen, ich glaube, hier haben wir uns kaum schlafen gelegt. Aber natürlich, wir sind natürlich allzeit bereit, dass wir schlafen in voller Rüstung mit dem Bogen auf dem Rücken, weil man weiß nie, wann was passiert. Da musst du vorbereitet sein. Du musst immer vorbereitet sein. Deshalb gar nicht erst ausziehen. Das mache ich auch immer so. Also ich ziehe mich zum Schlafen gar nicht erst aus. Also da wird nicht mal Gürtel runter tun. Das wird alles, bleibt an. Waffe in der Hand. Ja gut. Ich jetzt nicht, aber unser Charakter eben. Und ja, ich meine, ist ja auch okay. Wir sind wieder mal hier. Ist ja auch bequemer so. Und wir sind einmal mehr im Traum. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass wir hier sind, sondern das dritte Mal. Und ja, das ist unsere Traumwelt. Einmal mehr. Sind hier immer noch überall sonderbare Teddybären. Ich kann immer noch nicht die Kartoffeln mitnehmen. Schade. Da oben brennen immer noch die Kreuze. Hier war der KKK unterwegs. Hat sich ein paar Kohlemenschen geschnappt und die angezündet. Also, das ist auch sowas. KKK ist ja da, der gestörte Teddybär. Das ist so ein Verein, wo man sich denkt, wie kann es den eigentlich heutzutage noch geben? Wie können Leute heutzutage immer noch so dumm sein? Aber, und das, jetzt kommt das große Aber beim KKK. Dann schaut man sich mal die Titel an, die man da bekommen kann. Sagt mir eine andere Organisation, wo ich ein Grand Mage werden kann. Also der KKK bietet dir so Positionen wie Grand Mage of the South an. Also der Großmagier des Südens. Wo kann ich das sonst heutzutage noch werden? Das wär meine einzige Motivation, dem beizutreten. So ein Titel. Der Großmagus des Südens oder der Großmagier des Heiligen, des brennenden Kreuzes zu werden. Der Titel wird es ausmachen. Vor allem, man kann sich ja Ordensnamen und Titel auf den Ausweis drücken lassen. Das heißt, auf meinem Ausweis würde dann halt mein Name stehen und drunter Großmagier des Südens. Das wäre es mir wert. Sonst schon auch gar nichts. Und da ist einmal mehr unser Fatih und hackt mit seinem Blutstumpen hier rum. Na dann, was los, Papa? Na, sieh mal einer an, wer da kommt. Und mein Kind? Ich weiß, dass du es immer noch nicht gefunden hast. Du denkst, du weißt, was du tust, aber in Wahrheit irrst du immer noch im Dunkeln. Wie all die anderen auch. Leider. Ja, selbst Zweifel in den Träumen. Weil Träume sind ja an sich was sehr Interessantes. Ich meine, heutzutage weiß man ja, was ein Traum ist. Ein Traum ist einfach nur dein Unterbewusstsein, das die Ereignisse des Tages verarbeitet und was dein Unterbewusstsein gerade sonst auch umtreibt. Das heißt, da kommen einfach halt irgendwelche Bilder hoch, die dein Kopf halt nicht aktiv denkt, sondern halt nur eben inaktiv im Unterbewusstsein denkt. Aber Träumen wurde ja schon immer Großes zugeschrieben. Ich persönlich als sehr skeptischer Mensch, glaube nicht an Traumdeutungen dergleichen, aber ich finde es interessant. Das ist immer das, ich glaube nicht dran, aber ich beschäftige mich damit, weil ich es interessant finde als Motiv, dass Träume was bedeuten. Und ja, wir haben ja immer diesen Selbstzweifeltraum, wo uns
wo uns halt der Vater immer sagt, wir scheitern, wir finden nichts, wir kommen nicht weiter, wir irren nur herum, alles hat keinen Sinn. Ja, aber wir haben das Leuchtfeuer, dem ich nicht traue. Ihr habt mir das, also zumindest einer hat ja das in den Kommentaren auch geschrieben, dass das halt auf den ersten Blick wie eine Weltuntergangsmaschine aussieht, und das ist echt so. Wir haben aber das Leuchtfeuer, und wenn das funktioniert, dann haben wir gewonnen. Ja, das ist es, was du glaubst. Dabei wäre es doch so einfach, die Wahrheit zu erkennen. Zu begreifen, wenn du zwischen all deinen Heldentaten eines nicht verlernt hättest. Nämlich zuzuhören. Komm, lass mich dir zeigen, was ich meine. Zumindest brennt das Haus nicht mehr, glaube ich. Beim letzten Mal, als wir hier waren, war hier ein bisschen Feuer. Was ja generell in Holzhäusern keine gute Idee ist. Also, so schön ein offenes Feuer ist, das Haus, wenn brennt, ist nicht so toll. Also in Holzhäusern nicht anzünden, ist nicht toll. Allgemeine Häuser nicht anzünden. Habe ich gehört, dann funktionieren die nicht mehr richtig. Warum hat der eigentlich eine Geige? Das ist ja, solche Bilder hier, auch wenn die übrigens cool aussehen, und die Geige und sowas, das, muss ich sagen, ist hier immer ein bisschen out of place. Also, die Häuser sind schön eingerichtet. Also, muss ich immer noch, wie gesagt, sagen, es ist ein Mod. Das heißt, ist ja alles handgemacht hier von Privatleuten. Und die Häuser, auch in Skyrim, waren immer ganz nett eingerichtet. Aber solche Sachen wie diese Bilder hier oder die Geige, finde ich, werfen das Ganze ein bisschen daran, weil diese Geige hier so passt nicht ganz dazu. Oh, mein Kind, setz dich und lass uns der Stille lauschen. Dann hören wir mal der Stille zu. Warum, Liebling? Warum lügst du? Du weißt doch, dass Lügen eine Sünde ist. Und du weißt auch, in welche Position mich das bringt. Was willst du denn noch hören? Es ist unseres. Deines. Meines. Du machst mich unglücklich, weißt du das? Du machst mich sehr, sehr unglücklich. Ein letztes Mal. Von wem ist das Kind? Oh Herr, ist das der Lohn für meine Frommheit? All die Jahre habe ich mich aufgeopfert für diese Familie. Ich habe geschuftet, meine Träume vergraben. Und alles nur, damit sie ein Dach über dem Kopf und Essen auf dem Tisch hat. Und nun? Nun betrügt mich mein eigenes Weib und trägt eine fremde Frucht im Bauch. Aber nein, das ist nicht genug. Sie verweigert mir die Wahrheit. Mir, ihrem eigenen Mann. Was soll ich tun, Herr? Sag es mir, was soll ich tun? Wie wär's mit die Fresse halten und nicht die Frau schlagen? Wäre ein Anfang. Ich, Herr, ihr habt recht. Der Schöpfer hat zu mir gesprochen, Liebling. Ein Kind, das aus körperlicher Sünde entstanden ist, ist befleckt. Und deshalb werden wir es ertränken. Ja, so machen wir es. Sobald es draußen ist, kommt es in den Trog. Du bist ein Monster. Du bist ein verdammtes Monster. Wie bitte? Nein, ich... Es... Ich glaube, du hast gerade etwas gesagt, was mich sehr unglücklich machen würde, aber leider habe ich es nicht verstanden. Sei doch so gut und sag es noch einmal. Was ist? Ich kann dich nicht hören, Liebling! Ich kann dich nicht hören! Ich glaube, ich weiß jetzt, warum wir den umgebracht haben. Mein Kind, wie fühlt es sich an, machtlos zu sein? Wie fühlt es sich an, zusehen zu müssen und nichts tun zu können? Ja gut, ich weiß nicht, ob wir jetzt das ungeborene Kind sein sollen oder ob das ein Geschwister, ob das ein Bruder oder eine Schwester gewesen wäre. Ich gehe mal davon aus, dass wir das gewesen wären. Ja, so als Ungeborener kann man schlecht was machen, aber ich bin mir sehr sicher, dass wir ihn umgebracht haben und hey, er hat's verdient. Manche Leute haben es verdient. Natürlich ist das, da ist man mit dem Verurteilen zwar schneller, weil das hier ein Spiel ist, aber er hat's verdient. Und ja, als Ungeborener kann man schlecht was machen. Und auch im Traum kann man schlecht was machen, außer man macht den Traum luzide. Luzides Träumen ist nämlich was sehr Tolles, da hat man nämlich alles unter Kontrolle. Nein. Und jetzt kannst du es, nicht wahr? Aber uns bleibt keine Zeit mehr, mein Dummerchen. Ich muss nun gehen. Für immer. Ja, gut. Ich habe schon so lange nichts mehr gegessen. Und ich brauche endlich wieder Fleisch. Blutiges.
verbranntes Fleisch. Leb wohl. Ja, tschüss. Keiner wird dich vermissen, glaub's mir. Zumindest können wir da mal was anderes träumen als das hier. Aber nett, ein sehr interessanter Einblick in unsere Vergangenheit. Der Vater war also wahrscheinlich schuld dran, dass wir ihn umgebracht haben selbst. Zumindest wenn der die Mutter so weiter behandelt hat, weil das, also gegen der allgemeinen, der geläufigen Meinung hat das ja keinen guten Einfluss auf das Kind, ne? Wenn die Eltern so miteinander umgehen. Und hier ist die gute alte Flammenwerfer Kalia, meine Lieblings-NPC. Und ja, das leuchtet vorher. Wie lange haben wir jetzt geschlafen? Die eine Gelehrte meinte ja, das würde jetzt 2 Wochen dauern, bis die Schriften so weit durchgearbeitet haben, dass sie vielleicht einen Hinweis haben. Haben wir jetzt gerade 2 Wochen lang geschlafen? Würde mich in Skyrim aber nicht wundern. Ich meine, wir verbringen hier teilweise Wochen ohne zu schlafen. Das muss man auch irgendwann nachholen. Was aber? Das werden wir. Wir haben die Steine und wir werden sie gegen die Hohen einsetzen, egal wie sehr uns dieser Koarik davon abzuhalten versucht. Aber jetzt beruhig dich erst einmal. Nach wie vor, es ist natürlich, weil halt unser Model so aussieht, aber einfach dieses Rüstung, Bogen, Pfeile, Rucksack und ins Bett, das ist, finde ich in Spielen immer wieder gut. Weil es einfach so ein Bruch in der Immersion ist. Man versucht sich ja in das Spiel, in den Charakter reinzuversetzen und dann ist halt, solche Momente finde ich immer dann sehr witzig. Es bricht immer so ein bisschen die Immersion, aber es ist immer wieder witzig, sowas dann zu haben. Ist halt am Ende doch ein Spiel. Naja, ich hab dich schreien gehört. Und außerdem wollen Yuslan Charim und der Erzmagister dich sehen. Anscheinend haben sie eine Fährte zum Numinos. Am besten du bist schnell gewesen, sobald du kannst. Da haben sie sich aber beeilt, die Gelehrten, dass die jetzt schon einen Hinweis hatten. Oder wir haben tatsächlich 2 Wochen geschlafen. Das werden wir noch rausfinden. Und ja gut, dass sie uns Bescheid gesagt hat. Ja, wie immer. Aber warte noch, bevor du gehst. Ich muss dich noch etwas fragen. Der Söldner. Verzeih die Frage, aber was empfindest du für ihn? Ja, Freundschaft würde ich sagen. Ich meine, wir sind mit dem Typen dann doch ganz schön durch dick und dünn gegangen. Ich meine, er ist zeitweise gestorben bei der Aktion. Also ich würde den mit Freundschaft einschätzen. Weil ganz ehrlich, wir haben genug Abenteuer mit dem durchgemacht, dass man da eine Verbindung machen kann. Also, ich meine, er ist wortwörtlich durch seinen eigenen Tod mit uns gegangen. Das glaube ich, kann eine Freundschaft begründen. Das ist nicht weiter wichtig. Aber danke für deine Ehrlichkeit. Naja, wir sehen uns dann später. Gib auf dich Acht. Du siehst nämlich ziemlich mitgenommen aus. Wobei, das müssen Sie auch mal überlegen. Wir sehen ziemlich mitgenommen aus, wie das alles ja angefangen hat. Wir wollten ja nur als Flüchtling eigentlich von Kyra hier einwandern. Wir kamen ja als blinder Passagier hierher und wollten ja eigentlich nur diese Suche immer nach der Taste, mit der man langsam gehen kann. Wir kamen ja hierher als Flüchtling im Endeffekt, als blinder Passagier, der sich hier ein neues Leben machen wollte. Und innerhalb von wenigen Wochen sind wir halt vom blinden Passagier und niemand zum weltrettenden Helden geworden. Ich glaube, da würde jeder mitgenommen aussehen. Das ist ja immer auch sowas, was man halt... Man sieht ja beim Helden immer gern das Heroische eben. Ich meine, er ist ja ein Held. Oder die Charaktere sind ja dann immer Helden. Man sieht ja halt, wie sie halt durch Kämpfe gehen und durch Gefahren schreiten und alles schaffen und so. Aber man muss sich mal überlegen, wie krass eigentlich diese ganzen Wege der Helden sind. Jeder Held, egal aus welcher Geschichte, ist einer, der eigentlich durch unglaubliches Leid gehen muss für seinen Weg. Und ganz ehrlich, mitgenommen aussehen ist da noch untertrieben. Also jeder, der dann nicht mitgenommen aussieht, der wäre mir verdächtig, muss ich ganz ehrlich sagen. So, dann gucken wir doch mal, was die rausgefunden haben im Chronikum. Wie gesagt, haben wir 2 Wochen geschlafen oder waren die nur so schnell? Man weiß es nicht. Wenn wir jetzt tatsächlich 2 Wochen geschlafen hätten, das wär sehr witzig. Das würde mir jetzt auch gefallen. So, wo ist er denn? Da ist er. Riskieren wir eine ganze Menge für so etwas wie den Hauch einer Chance. Ich weiß nicht, ob das unbedingt klug ist. Schreite wohl. Keine Chance ist besser als eine. So sagt man doch so schön.
Und ihr solltet der noch mit dem Großmeister hat mich beauftragt, mehr über den Pyräischen Bürgerkrieg herauszufinden. Wie schön. Dann werde ich mal meinen heiligen Pflichten nachkommen. Schreitet wohl, Erzmagister. Worum geht es? Da seid ihr ja. Und habt ihr euch gut erholt? Ich muss sagen, ich habe noch nie einen Menschen so lang schlafen sehen. Haben wir jetzt tatsächlich 2 Wochen geschlafen? Okay, von jetzt an, Canon, wir haben 2 Wochen geschlafen. Das ist jetzt unsere Story. Wir haben 2 Wochen lang jetzt gepennt. Ich weiß nicht, warum mir das so wichtig ist eigentlich, aber es ist mir gerade sehr wichtig, dass wir das haben. Den Umständen entsprechend. Die Truchesse hat die Hälfte unserer Arkanisten für die Stärkung des Torsiegels eingeteilt, was die Arbeit an dem Leuchtfeuer natürlich schwerer macht. Und darüber hinaus sind sowohl die Träume schlimmer geworden, als auch, dass uns immer mehr Berichte über Fälle von rotem Wahnsinn erreichen. Tragisch ist das. Wirklich tragisch. Ja, hier bricht gerade alles ein bisschen zusammen. Eine Armee vor der Haustür, roter Wahnsinn hinter den Mauern. Und dazu noch die Hohen. Ja, die Hohen gewinnen der Macht. Die Hohen hatten die ganze Zeit die gleiche Macht. Die gewinnen nicht der Macht, die sind einfach da. Weil ich mich frage, was die eigentlich gerade machen. Das ist auch sowas. Was machen eigentlich die Hohen jetzt gerade? Das ist auch so ein interessanter Gedanke, was eigentlich die ganzen Gegenspieler und Villains in solchen Spielen und Filmen immer eigentlich machen, wenn der Held gerade halt sein Abenteuer beschreitet. Sitzen die nur da und denken sich, ja, ne? Oder machen die jetzt auch gerade was? Aber naja, er meint ja, es gibt eine Fährte. Naja, sagen wir haben eine Fährte zu einem Ort, wo wir Hinweise finden könnten. Aber am besten, ich beginne die Geschichte von vorn. Das hört sich sehr vage an. Während ihr geschlafen habt, hat jemand versucht, in das Lager der Kaserne einzubrechen. Ein Sternling namens Kormai. Der Name bekommt mir nicht bekannt vor, weil ich mir keinerlei Namen merken kann. Ich könnte euch praktisch keinen NPC in dem Spiel nennen, außer Kalia und beim Söldner wird schon wieder schwierig. Oh Gott, wie hieß der nochmal? Jesper. Ihr merkt das, also ich kann mir Namen unglaublich schlecht merken. Also Kormai kommt mir nicht bekannt vor. Tja, haltet euch fest. Er sagte, dass er nach Schattenstahl gesucht hat. Und zwar, weil er seit Jahrzehnten an einem Luftschiff baut, mit dem er die vergessene Heimat der Sternlinge finden will. Und welchen besseren Zeitpunkt gibt es, als dieses Luftschiff zu bauen, als jetzt? Im Krieg, während der Apokalypse. Bravo, also besseren Zeitpunkt kann man sich gar nicht aussuchen. Ist Schattenstahl nicht dieses beste Material im Spiel? Das ist doch so wie das Äquivalent zu Ebenerz und Drachenknochen aus Skyrim, denke ich. Dazu wollte ich gerade kommen. Wir alle hielten ihn natürlich erstmal für verrückt, als die Garde ihn verhaftet hat. Er gefleht und gebettelt. Er dürfe nicht scheitern, er sei so kurz davor. Im Gegensatz zu den anderen hat der Großmeister ihm zugehört und anschließend die Außenposten in Dünenhain kontaktieren lassen, um die Höhle ausfindig zu machen, in der Sternling das Schiff angeblich gebaut hat. Ja. Tja, und die haben 2 Dinge festgestellt. Erstens, das Schiff existiert wirklich. Und zweitens, die alten Pläne, nach denen er es zum Teil konstruiert hat, ähneln denen des Leuchtfeuers. Oh, können wir jetzt ein Luftschiff bekommen? Das wäre halt sowas von kriegsentscheidend. Außer die anderen haben immer noch einen Drachen. Wir haben alle diesen Drachen gehört. Also, wenn sie den haben, haben wir ein Problem. Aber ein Luftschiff, ein fucking Luftschiff. Wir werden Ritter Valkyren rein und Bomben werfen. Das würde mir sehr gefallen. Das oder jemand, dessen Pläne schon die Ursternlinge für den Bau der Sternenstadt verwendet hatten. Egal wie man es aber rollt, es heißt aber vor allem eines. Die Ursternlinge wussten von dem Leuchtfeuer und damit von dem Zyklus, den Hohn und der Läuterung. Und das heißt, wir könnten einen Hinweis auf den Numinus finden, wenn wir entweder die Sternenstadt finden oder zumindest bei dem Luftschiff nachschauen. Ey, ganz ehrlich, allein schon wegen dem Luftschiff gehe ich da jetzt hin. Sagen wir es so, wenn es jemand wissen könnte, dann sie. Und ein Versuch ist es wirklich wert. Das bedeutet also, wir müssen diesem Kormai helfen, das Schiff fertigzustellen und ihn dann bei seiner Reise zur Sternenstadt begleiten. Ach, stellt euch doch mal vor, das funktioniert. Was wir die Urväter alles fragen könnten, ist unglaublich. Wirklich unglaublich. Ein fucking Luftschiff, das reicht mir schon. Ich will das Luftschiff haben. Los, 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 los. Luftschiff. Werkstatt in der Pulverwüste gehen.
Der Großmeister und ein paar Arkanisten sind schon vorgegangen. Wichtig ist, dass ihr vorsichtig seid. Die Nerimesen sind zwar nicht leichtsinnig genug, direkt vor dem Stadttor zu lagern, aber sie haben Außenposten auf ganz Enderal errichtet. Ihr beherrscht die Teleportmagie, nicht wahr? Nehmt diese Spruchrolle. Sie bringt euch ohne Umwege in die Pulverwüste. Ich muss jetzt weitermachen. Je mehr wir uns mit dem Leuchtfeuer auseinandersetzen, umso faszinierender wird es. Es gibt noch viel zu lernen. Ein fucking Luftschiff. Ich will das Luftschiff haben. Ich meine, Flugzeuge sind ja schon eine erstaunliche Sache, dass der Mensch zu fliegen gelernt hat, aber ich weiß nicht, Luftschiffe haben noch ein Bonus-Ding. Also Luftschiffe haben einfach dieses... Ich weiß nicht, Luftschiffe sind einfach noch ein bisschen cooler. Wahrscheinlich, weil ich die so in Avatar mal gefeiert habe. Also, wer die Serie nicht kennt, also ich denke, die meisten kennen Avatar, Herr der Elemente. Sehr gute Serie. Habe ich vor Jahren, als die rauskam, schon sehr gern geschaut. Und ich glaube, seitdem habe ich die 4-mal gesehen insgesamt. Und die haben auch Luftschiffe, die sehen auch epic aus. Und Luftschiffe haben einfach... Ich weiß nicht, die haben einen gewissen Charme und sind einfach cool. Und vor allem, stell dir das so hier mit so einer Luftschiffflotte über Ark drüber, über die feindlichen Linien und dann Bomben werfen. Magische Bomben werfen. Oh mein Gott, wir werden diesen Krieg gewinnen. Mit Luftschiffen. Und das sehen wir in der nächsten Folge. Ich freue mich aufs Luftschiff. Und ja, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Skyrim Andral, wenn wir uns in die Pulverwüste aufmachen und uns ein Luftschiff ergattern. Bis dann, YouTube. Tschüss.